Hallo Vespa-Fans, hab wieder ein Restaurationsprojekt für euch, frisch eingetroffen heute. Vespa 50N V5B3T ist das mit Betriebserlaubnis aus 1980 mit den Vierfachblinkern. Die war komplett zerlegt, die habe ich in Kisten übernommen. Hab die jetzt weitestgehend zusammengesteckt, nur zusammengeschraubt für Transportzwecke, falls ja irgendjemand dann mit einer Transportfirma kommt, Rollertransportfirma beauftragt oder so, dann macht sich das ja so wesentlich besser. Ja, die ist klar, die ist nicht fahrbereit, das ist ein Restaurationsobjekt, der Motor dreht frei. Und ist im Originallack, ist eigentlich gut erhalten, das Beinschild. Trittbrett ist eigentlich auch noch recht vernünftig. Das dürfte eigentlich auch was sein für O-Lack-Fans. Der Tank von innen ist verrostet, das muss alles komplett neu gemacht werden. Hier ein Vergaser im Vergaserbereich. Vergaser ist auch drin, alles vorhanden. Sogar noch die Auslieferungsplakette ist hier noch dran. Und von den vorhandenen Teilen, die ich jetzt hier noch rumliegen habe, mache ich dann nochmal extra Bilder. Aber was mir jetzt schon aufgefallen ist beim Zusammenbauen, dass der Ständer, der fehlt auf alle Fälle. Sonst müsste eigentlich alles da sein. Filme auch ihm nochmal hier rein ins Seitenfach. Sieht es auch gut aus. Da ist auch keine Durchrostung oder so. Das ist auch alles in Ordnung. Auch von unten. Lenkerschlüssel ist auch vorhanden. Der Roller von unten macht auch einen richtig guten. Klar hat man hier Flugrost dran. Aber hier in dem Bereich hat sie keine Welle, keinen Rahmschaden. Das passt auch. Oftmals hat man hier an den Querstreben Spannungsrisse, wenn der Ständer hochknallt, dann reißt das oftmals hier ein. Das ist hier auch nicht, also hier muss auch nichts geschweißt werden. Sieht auch sehr gut aus. Das passt. Freilaufe ist auch super. Ja, das habe ich jetzt alles unprofessionell zusammengesteckt, damit man den Motor wieder eingehangen, damit man halt auch den Transport durchführen kann. Ja, und was mir der Vorbesitzer auch noch mit auf den Weg gegeben hat, wo er den zerlegt hat, das ist schon über 20 Jahre her, der ist einwandfrei gelaufen, der wollte den halt komplett erneuern, restaurieren, ist selber Kraftfahrzeugschlosser. Da denke ich mal, nach 20 Jahren Standzeit muss so eine Revidierung am Motor sowieso gemacht werden, den wird man bestimmt auch schnell wieder ans Laufen kriegen. Aber eine kleine Revision, neue Simmerringe, neu abdichten, das wird sicherlich vonnöten sein dann hier. Und die Teile habe ich noch vergessen, die gehören auch noch mit dazu. Und was diese Woche eventuell noch mit reinkommt in ein Kanalvideo, ist eine BK80S mit 100 Kubik. Und noch eine BK50 Automatik sowie eine Honda DAX im Originalzustand aus 71. Schon mal so als Vorankündigung. Bis später.
hat, würde ich mich über ein Like freuen und auch über ein Abo. Ne? Vielleicht ist auch mal ein Roller mit dabei für euch. Vielleicht kommt auch mal wieder eine Primavera rein, eine 125er oder eine GS3, habe ich auch ab und zu mal im Angebot. Ja, ich wünsche euch was. Bis später mal. Danke. Tschüss. Schnitt.